So, jetzt müssen wir uns erstmal einen Ausgang bauen, denn wir kommen ja nicht mehr wieder raus hier. Der Ausgang ist dann in die Richtung. Deswegen habe ich die Leiter auch hier so hingebaut. So, dann machen wir hier nochmal weg. Und dann werden wir uns hier so durchbuddeln. Ne? Und dann wird also hier der Eingang sein. Das gestalten wir dann aber nachher noch neu. Erstmal ausfackeln wieder alles. Und auch hier so ein bisschen und hier den Weg ausfackeln. Wir haben auch hier gar nichts auf der Mauer gemacht. Doch, da haben wir da unten gefackelt. Okay, ist hier irgendwo ein Monster? Nee. Naja, wenn wir hier in der Nähe sind, kommen sowieso keine Monster, aber wir sind ja nicht immer in der Nähe. So, jetzt muss ich da oben hin. Wir müssen da oben noch eine Etage höher. Ich tu mal... Also, 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Wir müssen also noch 2 hoch. So. Zwei hoch und dann werden wir hier mal eine provisorische Dreckbrücke machen. Die kommt dann gleich wieder weg. Damit wir hier die Umrandung hinkriegen. So, jetzt schaue ich mal auf meine... Okay, das geht alles noch relativ einfach. Drucken wir uns. Das geht also relativ einfach noch. Ui, so, super. Super, super. Da muss man doch schon ein bisschen besser aufpassen hier. Ehrlich gesagt. Ja, wenn ich da nicht aufpasse, das Ding wird noch höher. Also bitte ein bisschen mit Überlegung. Ja, ein bisschen mit Überlegung. Sonst, wenn man jetzt hier runterstürzt, kann das also böse enden. So, hier habe ich jetzt... Nee, so wollte ich das nicht haben. Sondern so, also oben ansetzen. Genauso hier oben ansetzen. Haben wir denn noch genug? Ja. Naja, also üppig ist das auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Vielleicht hat ja jemand noch Tropenholz irgendwo anders hingepfeffert. Hat denn jetzt letztens jemand Tropenholz gebaut? Mit Tropenholz gebaut, weiß ich gar nicht. So, da haben wir dann erstmal hier die erste Etage fertig. Dann müssten wir jetzt einen Tropenholzboden da hineinsetzen. Aber wir haben keine Tropenholzbretter mehr. Also das reicht ja dann doch wieder nicht vorne und hinten nicht, wo ich meine, da ist es. Das heißt, wir lassen das erstmal. Oder wir machen den Boden aus Dreck erstmal, ne? Und machen dann nachher... Genau, machen wir das mal. Schon wieder die falsche Taste. Ich komme immer vom W auf die 2, ich weiß auch nicht warum. So, dann machen wir das erstmal so. Wie gesagt, alles provisorisch hier, innen drin. Außen wollen wir das fertig kriegen. 1:31, wir haben noch eine halbe Stunde, naja. Wie gesagt, zweite Etage könnte man schaffen. Kommen die hier vorbei?
irgendwie Feuerwehr oder Krankenwagen. Hört ihr das? Ist aber eine Ecke weg. Da sind aber einige unterwegs. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt müssten wir mit... Ja, wir müssen jetzt erstmal hier wieder eine Reihe Steinziegel als Unterbau machen. Die sieht man dann aber nachher nicht mehr, nur von innen. Das heißt, wenn man die nur von innen sieht, kann ich sie eigentlich auch weglassen. Oder wie ist das? Nee, der Fußboden muss dann einen höher. Nein, ich bin ja schon ganz... Moment. Halt. Der Fußboden muss einen höher noch. Oder? Ja, würde Sinn machen, denn also... Denn sonst bringt ja die Ecke jetzt nichts, die ich gleich baue. So, jetzt kommen wir zum ersten schwierigen Teil des heutigen Abends, zum richtig schwierigen Teil. Und da gucke ich mal, ob ich genug Materialien habe. Wo ist mein Bett? Da unten steht es noch. Ob ich genug Materialien habe. Also. Steinziegel. Wir brauchen also Treppen. Und zwar haben wir ja jetzt hier mal eben zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14. 14 mal 4, das sind 56, wenn ich richtig gerechnet habe. Das reicht noch nicht. Okay. Ja, wir brauchen ja oben noch mehr. Also das ist erstmal für die erste Abteilung. Nee, wir brauchen noch mehr. Nee, oder? Ach ja, ich sehe es ja dann. Okay, also dann machen wir erstmal hier. Dann geht das so. Brauche ich gar keine Konstruktion mit Dreck machen. Das geht so wunderbar. Das haben wir ja so ähnlich auch am Turm, an der Mauer gemacht. So. Immer schön oben ansetzen. Immer schön mit der Shift-Taste und nicht irritieren lassen, wenn ich mal einen falsch setze. So. Immer schön oben hin. Ach, ist das aufregend, ja. Ist das aufregend und ich habe mich verzählt natürlich wieder. Das reicht ja wieder vorne hinten nicht, oder doch? Ja, reicht es? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich wieder, was ist das? Habe ich wieder richtig multipliziert oder was? So. Gehen wir hier rechts rüber. Na, wenn ich das mit den 14 richtig gezählt habe, soll es sogar aus sich. Sollte es sogar reichen, sollte es sich sogar ausgehen, wieder. Meister sagt der Österreicher, der Bayern, wie auch immer. Ja, wir haben auch einen Bayern bei uns. Also, wir haben nichts gegen Ausländer hier bei uns auf der Arbeit. Wenn man sich mal überlegt, wie früher doch sich die Preußen und die Bayern. Es reicht sogar. Wahnsinn, habe ich irgendwie gerechnet. So. Wie sich früher die Preußen, aber ich muss den Fußboden hier oben hin machen. Aber ist auch egal. Macht ja nichts. Kann man ja immer noch machen.
So, geht's schon wieder dunkel. Dann machen wir hier mal 5 hoch. Hier wieder 2. Fangen wir erstmal mit den 2 nur an. Und werden hier auch wieder in der Mitte. Machen wir erstmal die Holzpfosten hier. So, das kann weg. Das war ja verkehrt. Die Holzpfosten und jetzt bitte nicht leichtsinnig werden. Ach, wir gehen ins Bett und gut ist.